ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht in diesem April 2020, aber ich komme mir immer noch ein bisschen vor wie in einem Science-Fiction-Film. Mein Name ist Hans Bodrogi von der Bürgerstiftung Rheinstetten. Auch wir wurden getroffen von Corona. Wir mussten unsere Veranstaltung Dorothee Kahler zu Gast bei Horst Merz absagen. Was ich Ihnen heute signalisieren kann: Wir werden alles daran setzen, die Veranstaltung nachzuholen. Natürlich wissen wir im Moment noch nicht, wann das sein wird. Aber ich kann Ihnen versprechen, es wird ein toller Abend. Wir bitten Sie also bis dahin um Ihre Geduld. Bleiben Sie uns treu. Vor allem bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Ooh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know I'll be just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Ooh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know I'll be just a gigolo. Life goes on without me. I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody cares for me. Nobody. I'm so sad and lonely. Sad, lonely, sad, lonely. Won't some sweet mama come and take a chance with me? 'Cause I am so bad. Ba 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 ba. Nobody cares for me. Guten Abend und herzlich willkommen, ihr alle aus Neuburg-Weiher, Mörsch, Forchheim und woher auch immer. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Tja, mit diesen Worten wollte ich euch Rheinstädtener eigentlich zu meinem Konzert am 21. März in der Aula des Walafrid-Strabo-Gymnasiums begrüßen. Aber es konnte nicht stattfinden wegen Corona. Vielleicht dachte das Virus, ich gebe dem Merz noch etwas Zeit, dass das Konzert zusammen mit seinem Gast Dorothee Kahler ein ganz besonderes wird. Wie auch immer. Bis zu dem noch festzulegenden Nachholtermin möchte ich euch einstimmen auf das Konzert mit einem Lied, das ich immer als Zugabe singe und an das man sich sicher auch nach der Krise erinnern wird. Nur ein Lächeln von Udo Jürgens. Nur ein Lächeln und ein Fremder wird zum Freund und viel leichter trägt sich manche schwere Last. Nur ein Lächeln und dein Kind, es sieht dir an, dass du ihm den dummen Streich verziehen hast. Nur ein Lächeln für den alten Mann im Park, der aus Einsamkeit schon mit den Möwen spricht. Nur ein Lächeln, so ein freundlicher Blick, steht uns unsagbar gut zu Gesicht. Nur ein Lächeln, wenn man sich im Hausflur sieht, ja, da kann man noch so sehr in
Eile sein. Nur ein Lächeln aus dem Autofenster raus. Und vielleicht gehört die Vorfahrt dir allein. Nur ein Lächeln macht ein anderer etwas schlecht und ist selber man auch tausendmal im Recht. Nur ein Lächeln stehst du endlich vor mir und wir fühlen, bleib hier, dann sag ja. Nur ein Lächeln bringt uns einander nah. Nur ein Lächeln, es verhindert keinen Krieg, doch es trägt ein Stückchen Frieden in die Welt. Ja, das ist es, was uns freut, in dem sogenannten Ernst des Lebens fehlt. Nur ein Lächeln in einer Zeit, die von uns will, dass man Härte zeigt statt Liebe und Gefühl. Nur ein Lächeln stehst du endlich vor mir. Wir fühlen, bleib hier, dann sag ja. Nur ein Lächeln bringt uns einander nah. Ich freue mich auf euer Kommen zu meinem Konzert zu Gast bei Horst Merz mit Dorothee Kahler. Ich glaube, nein, ich weiß, es wird ein ganz besonderes Leben.